Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Da ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! War's das? Stirb! Da oben sind auch welche! Es sind noch mehr Eindringlinge! Auf Verstärkung! Erledige! Die Idioten erwischen! Komm, die Verstärkung bald! Genug ist es! Feuer! Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 76. An alle Einheiten, sofort aufrücken! Unbefugter Zutritt auf dem Gelände vor Lagerhalle 76. Verdammt, ich komme nicht hinterher! Was geht dir vor? Das ist raus! Mist! Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer! Ich bin volle Kraft! Nimm das! Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Oh.
Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Benutzt die Minen, Klaus! Vorbereitung abgeschlossen! Lock sie her! Zeit zu kämpfen! Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern... Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit! Ich bin bereit. Achtung! Neuer Versuch. Das war's dann. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund! Bin mal so frei. Yes. Auf den Blitze! Hier! Und tschüss! Keine Chance! Schnell! Jetzt! Verschwinde! Alles geht!
Verschwende! Nimm das! Niederknien! Du? Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgard zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch! Mehrere Terroristen haben das Gelände verlassen. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korra A hält ja Ausschau nach den Verdächtigen. Korra B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl!
Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? Boah! War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versengt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle oder einer Ausgangssperre fahren. Unsere alte Gruppe aktiv wird, bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Ich habe gehört, es hätte einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Es gab keinen Angriff. Bitte begeben Sie sich unter diese Sperre. Sie sollen in Ihren Häusern warten, bis die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Gehen Sie bitte zurück. Was ist? Ja? Kommt schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff Glaube, ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nichts schiefgehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Wenn er Midgar Spezial wird, jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig schießen. Ich freu mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt, aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn
kannst du dir später bei mir abholen. Schon? Nein, noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen der erlegten Bestien. Hier wohnt Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Hab mich mit ihnen gestritten, weil ich aus Midgar weg bin. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jesse eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Wusstest du von der geheimen Arbeit im Reaktor, die selbst Leute auf den... Morgen gehe ich nach Sektor 5. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde, schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein, wie brav ihr seid. Hey, Mountie, schmolz etwa? Wusstest du von der Geheimnis?
Da bist du ja, Cloud! Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Ach. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Das lasse ich lieber bleiben. Es ist schon spät.